Kann ich komplett heile machen, das ist geil. Das kostet auch nur 29 Dings. Wie nenne ich meinen Bogen? Ich nenne ihn jetzt mal um. Das Bogen des Todes, oder? Kostet aber, glaube ich, auch Erfahrungspunkte. Ach scheiße, das ist ja doof. Musst du mal gucken, ja. Dann doch nicht. Dann doch nicht. Nee. Oh. Das kostet 10 Erfahrungspunkte mehr. Siehst du, hab ich doch gesagt. Dann repariere ich ihn nur. So, mein Bogen ist wieder heile. Das ist gut. Schon mal ein Anfang. Das ist schon mal ein Anfang. Hatten wir nicht hier irgendwo noch Diamantspitzhacken rumfliegen? Die nicht verzaubert sind? Doch, hier ist sogar noch eine verzauberte. Effizienz 3. Glück 2. Warum liegt die hier einfach drin? Das ist doch die, mit der ich ganz viele Dings gemacht habe. Aber warum? Die hat ja nur... Ich habe Effizienz 4. Ach, das ist ja scheißegal. Aber nee, die hat nur Glück 2. Mit Glück 3 hättest du mehr bekommen. Ich habe Glück 3. Achso, ja, aber die hast du in deinem Inventar. Ja, stimmt. Die konntest du nicht nehmen, ja. Ich pack mal meine auch jetzt in die Truhe, ne? Weil die ist halb kaputt und ich werde jetzt Level sparen und so lange werde ich eine andere nehmen. Mach mir einfach eine normale oder so. Cobblestone. Hatten wir nicht noch irgendwo eine normale rumfliegen? Ich glaube nicht. Du, wir haben übrigens zwei Werkzeugtruhen, ne? Das macht nicht so Sinn. Nee, irgendwie nicht. Dann mache ich mal die untere, die mache ich mal zu einer Tranktruhe. Dann müssen wir aber noch eine Brauerei bauen. Ja klar. Auch da unten, wo du jetzt gerade baust. Echt? Trankzeugs. Ich pack da erstmal Goldnuggets nicht, ne? Den Goldnuggets brauchen wir aber auch für Tränke. Ja, aber die pack ich trotzdem bei Gold rein, meine ich. Ja, meinetwegen. Aua, tut mir der Rücken weh. Ach, ich habe deine Mohrrüben übrigens noch. Das macht mir nichts. Die soll ich dir die mal bringen oder soll ich die in die Taverne bringen? Ne, die kommen ja gar nicht, die kommen in die Scheune, ne? Ja. Ach, das geht da unten hin, ich verstehe. So, ich fange mal mit dem ersten Thema an. Unbedingt, ja, mach mal. Ich weiß nicht, ob du es gehört hast. Seit dem 1.1., das heißt seit ab heute, ist in Colorado in den USA der Verkauf von Marihuana offiziell erlaubt. Ja, das habe ich gehört. Oh, oh. So, was sagst du dazu? Finde ich nicht so cool. Warum das nicht? Findest du das cool? Ja. Warum? Pass auf, erstens, weil das, wenn das Ding jetzt legal ist, also ich bin nicht dafür, dass man das nimmt, ne? Aber erstens, die Dealer, die können jetzt einpacken, zumindest mit Marihuana. Das heißt, erstens hast du weniger Kosten, um die Dealer in Schach zu halten, musst weniger, was weiß ich, ne? Was weiß ich, ich wollte Officers sagen. Und zweitens verdienst du damit noch Geld und drittens kannst du das Ganze steuern. Kannst du Steuern draufhauen, es wird teurer. Ich find's nicht verkehrt, glaube ich. Man muss jetzt mal schauen, wie es sich entwickelt, glaube ich. Ja, aber jetzt nimmt das dann, jetzt sagt jeder, oh, das ist jetzt erlaubt, dann macht das jeder? Ja, sorry, Marihuana ist ernsthaft weniger schlimm als Alkohol. Sage ich jetzt mal so in die Runde. Das bezweifle ich. Ich nicht. Alkohol ist mega schlimm eigentlich. Da müssen wir nicht drüber sprechen, das ist so. Marihuana ist einfach so, wenn du es zu oft nimmst und zu viel nimmst, dann besteht die Gefahr, dass deine Gehirnstruktur sich verändert. Das ist natürlich richtig übel. Also, ja, darum ist es auch... So, bei Alkohol ist die Suchtgefahr höher. Was schon mal auch kacke ist. Es gab ja jetzt in der USA, habe ich gelesen, auch direkt zu Silvester ein paar Pot-Partys, ne? Ja, genau. Wobei offiziell der öffentliche Konsum von Marihuana immer noch verboten ist. Also das dürfen die eigentlich gar nicht. Das war denen halt scheißegal. Es ist eigentlich so, dass du darfst es legal kaufen, aber du darfst es nicht öffentlich konsumieren. Und weiterverkaufen sowieso nicht. Außerdem muss jede von diesen Pflanzen in diesen Läden, ne? Mhm. Die müssen alle einen Peilsender haben. Okay. Was überhaupt keinen Sinn macht, finde ich. Ja, das ist schon eigenartig, aber ich bin dagegen, dass man irgendwie... Ja, aber sorry, warum sollte dann Alkohol erlaubt sein? Ja, weil es eine Urgeschichte hat, keine Ahnung. Ja, das ist nur so, weil du so aufgewachsen bist, dass du es so kennst, dass Alkohol erlaubt ist. Wenn das auch die ganze Zeit verboten wäre und es jetzt erlaubt werden würde, würdest du auch sagen, boah, das geht gar nicht. Und Alkohol ist einfach echt, in meinen Augen, die schlimmere Droge, wenn du es oft zu dir nimmst. Nee, doch, es ist so. Von der Suchtgefahr ist es definitiv schlimmer. Ich meine, ich habe noch nie in meinem Leben gekifft, ne? Und ich werde es auch nie tun.
Und auch Alkohol trinke ich nicht. Also ich bin jetzt nicht so ein Typ, der irgendwie pro Drogen ist. Ganz im Gegenteil. Mensch, hier ist ja ein Brunnen. Ach ja. Also ich bin auf jeden Fall gespannt, wie sich das Ganze dort entwickelt. Ich denke, das ist vor allem jetzt nur bei Marihuana, ne? Nicht bei irgendwelchen anderen Drogen. Crystal Meth. Ja, über so einen Scheiß müssen wir gar nicht sprechen. Also wer sowas nimmt, ist halt echt behindert. Ach, was mache ich denn da? Bin ich doof? Er ist echt komplett durch. Das nimmst du nämlich einmal und bist komplett süchtig. Soll ich dir mal Fackeln anbringen? Ja, aber irgendwie brauchen die nicht ein richtiges Lichtverhältnis oder so? Ne, die Pilze brauchen das. Bei Dings ist das egal. Okay. Warte mal, ich habe 30 Stück. Oh, jetzt habe ich meine Spitzhacke weggeworfen. Hä, wie doof bin ich denn jetzt? Warum schmeißt du deine Spitzhacke weg? Ja, vor allem, wo ist sie hin? Hä? Da, hä? Niemand versteht das gerade. Ich habe 30 Stück, ne? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ist doch gut, 6 ist gut. Ja. 1, 2, 3, 4, 5, 2, 3, hey, das passt, cool. Das passt. Denn 5 mal 6 ist... 69! Fast. Ich hab das nicht abgemessen, ne? Ich hab noch nie dieses Zeug angebaut, ne? Naja, wir brauchen jetzt Netherwarzen aus dem Nether. Wo kriegt man die her? Auch aus dem Nether, aber wie... liegen die da einfach auf Soul Sand, oder wie? Entweder Soul Sand oder in so einer Burg. Okay, da, wo dann wir halt waren. Mal los. Dann machst du jetzt eine Rüstung und dann legen wir nochmal los. Ich mache eine Rüstung. Aus Eisen oder Diamant direkt? Ja, aus Diamant direkt. Was soll der Geiz? Wir haben genug davon erstmal wieder. Okay. Eine komplette Diamantrüstung mache ich mir. Ja, klar. Hey, wir sind doch voll im Endgame schon. Wir spielen schon so viele tausende Folgen. Jetzt kannst du dir auf jeden Fall mal eine Diamantrüstung machen. 230. Wir gehen auf 230 zu. Übertreibe bitte nicht. Das ist doch viel. Gut. Es gibt YouTuber, die haben 1200 oder was. Nee, doch, ne? Wie viel hat Gronkh? Diamantstiefel. Ein Diamanthelm. Eine Diamanthose. Und... hier geht noch mal eine Rüstung. Ah, so geht eine Rüstung. Jemand Brustpanzer. Jetzt haben wir richtig wenig nur noch. Ach Quatsch. Nur diesmal wirst du sie nicht einfach bitte wieder verschwenden. Oh, das sagt sich so leicht. Weißt du, was witzig ist? Du gibst bei Google Tränkebrauen ein, dass der erste Link geht ins Minecraft-Wiki, ne? Tja. Ach, warum fällt das denn in die Rüstungskiste, Mensch, hier? Rüstungskiste, Waffenkiste. So, ich werde mal so einen Braustand bauen. Brauche ich eine Lohnroute und drei Pflastersteine, wenn ich das gerade sehe. Ich habe in meinem Leben noch nie bei Minecraft einen Trank gebraut. Ich auch nicht. Ich bin da ein bisschen... deswegen, ich finde das eigentlich ganz gut, dass wir das mal machen. Mhm. Vor allem jetzt so... können wir uns ein bisschen weiterbilden. Ist auch mal wieder was Neues. Genau. So. Aber... es ist ja unglaublich kompliziert, diese Tränke zu bauen. Ich habe da mal so ein bisschen gelesen und ich finde das ja sowas von eklig. Ja, ich finde das ganz cool. Ja. So, wo soll ich denn das Labor reinbauen? Einfach ein neues Labor bauen. Ja, auch unten? Auch so verdeckt? Nein, ja. Nee, warum? Ich finde das eigentlich ganz witzig. Nee, okay, dann mache ich das irgendwo. Und den Kessel, wie macht man den? Ganz viel Eisen. Naja, so viel Eisen ist auch nicht. So, einen Kessel habe ich auch. Was brauchen wir noch? Ein paar Glasflaschen, ne? Ja. Mach ich mal davon ein paar. Lalala. Du brauchst ja voll lange. Tut mir leid. Unser LP wird auch mal langweiliger. Ja, ja. Mein anderes Thema war übrigens Michael Schumacher. Und zwar, dass es uns aufregt, dass da, ne? Ja, dieses blöde Scheißthema wieder. Dass alle auf Facebook sich mal wieder irgendwie denken, ich meine, der Typ, der liegt im Koma. Im künstlichen Koma.
Geschichten. Und weil er im Lebensgefahr alle schwebt. Schreiben schon Rest in Peace bei Facebook und erstellen Seiten und oh, und hier und dann diese Heuchelerei, ne? Jetzt, oh Michael, ich bin so todtraurig. Ich meine, ich finde das auch total scheiße, ne? Das hat der Typ nicht verdient und das ist viel zu früh. Aber es ist halt ein Unfall und ich weiß nicht, das passiert tagtäglich mit tausenden, Millionen Menschen. Und nur weil der Typ berühmt war, schreien plötzlich alle rum und ganz Facebook ist auf dem Kopf, weißt du? Oh, schrecklich, ja. Warte halt, ich bring die Sachen erstmal weg. Es geht mir so auf den Pisser und vor allem, es geht ja, das ist ja das Schlimme, dass es nur geheuchelt ist, weil im Endeffekt geht es nur darum, Likes zu bekommen und die erste Seite, die RIP Michael Schumacher heißt und der geht wirklich über Jordan, dann war das die erste Seite, die kriegt am meisten Likes und ist dann die geilste Seite und der Besitzer freut sich einen Keks. Ja, anstatt dass man wirklich einfach mal irgendwie, ach nee, komm, ich finde das echt widerlich. Ja. Finde ich echt richtig zum Kotzen. Ich hoffe, ihr seht das auch so und ich hoffe, ihr habt nicht eine von diesen Seiten geliked. Und ich hoffe ganz sicher, ganz, ganz fest, dass keiner von euch so eine Seite erstellt hat. Genau, und falls doch, schämt euch. Nee, dann löscht sie und denkt einfach mal drüber nach, was ihr da gemacht habt. Glaube ich nicht. Das ist einfach nur krank. Ja, das ist echt, das ist widerlich. Sorry, aber das ist so. So, ich hoffe jetzt... Da, oh, zwei Wisser, ne? Ohne Spaß. Ja, aber kein Ding, ich habe jetzt meinen Bogen, pass auf. Eins, zwei, eins... Haben die was fallen lassen? Ja, haben sie, Tatsache. Ja, aber, was denn? Sag mal, ach, Kohle war das nur. Ich dachte, das wäre was Cooles. Oh, fick dich da hinten. Lass ihn doch. So, noch schon wieder. So, ist das hier eigentlich schon eine Festung? Ja, ne? Ja, das ist eine Festung hier. Wollen wir hier mal lang? Ich würde sagen, wir bleiben zusammen, ne? Ja. Hast du hier schon Truhen gefunden? Nee, habe ich noch nicht. Hier gibt's bestimmt Truhen. Glaubst du? Glaube ich nicht. Mhm. Doch, in Festung gibt's oft Truhen. Da ist noch ein Spawner, pass auf. Dann lassen wir ihn lieber. Was haben wir hier? Hoffentlich verlaufen wir uns nicht, ey. Sonst sterben wir beide hier drin. Was ist denn das da hinten? Das ist wieder so ein Magma-Ding. Das brauchen wir doch auch für Tränke, ne? Ja, kannst du natürlich. So Feuerresistenz wahrscheinlich oder so. Ja. Super, hat nichts gebracht. Das ist schade. Toll. Das Vieh hat gerade ein Schwert fallen lassen. Also nicht das Vieh, sondern der Wither. Naja, der lässt ein Standschwert fallen. Fand ich ganz interessant. Ja. Weißt du, ich schleiche hier so um die Ecke, ne? Und du rennst da einfach voll rein. Wer will mich holen? Wer? Ich hab hier überhaupt keine Angst. Was war das? Achso. Ich will das Glowstone haben. Ja, stimmt. Das sollten wir vielleicht mal ein bisschen sammeln. Hast du recht. Wir haben voll, so viel nicht, ne? Ja. Das stimmt. Hier geht's noch höher. Noch höher? Ja, kannst wieder runter, ist nur scheiße. Okay. Hm. Wo gibt's denn Netherwarzen, ey? Ich weiß, dass es die im Nether in Festungen gibt oder Anfestungen. Oder auf Soul Sand. Nehmen wir mal hier lang, da geht's auch wieder hoch. Ach, das war ein Schweinedingspawner. Ach so. Könnte man eigentlich nämlich gerade ein kleines, ja. Ah, Vorsicht, Vorsicht! Runter! Was war da? So ein goldenes Vieh wieder, wenn er da oben ballert, dann fällst du runter. Kann zumindest passieren, glaube ich. Oh ne, jetzt geht's. Du brennst nur. Ah, fuck, fuck, fuck! Fick dich, ey, fick dich. Die, Potato. Er ist tot. Aber. Wer will mich holen? Wer vermag ihn zu nehmen? Das hört sich so falsch an. Ein bisschen Ach, vielleicht. Ja, und jetzt? Suchen! Okay, aber bleibt zusammen. Festungs-Action ein bisschen... Hier geht's runter, oder? Hier geht's runter. Vielleicht hier? Ja, lass mal runtergehen. Tiefer in den... Da ist ein Wizard, Vorsicht, und ein Skelett. Ja, warte, ich schieß, okay? Nicht reinlaufen. Okay. Okay. Das wäre komisch. Neben dem Skelett ist noch ein Wizard. Links. Hinter der Wand. Okay. Also hier ist was. Was ist denn das hier? Ist Lava. Das ist ein Brunnen. Wenn er dich anhittet, dann bist du vergiftet. Ja, ich weiß. Ich glaube, hier sind wir langsam... Oh, vor ist jetzt noch einer. Okay, down. Hat er dich nicht erwischt? Nee. Da ist ein Schweinemensch, den lassen wir, ne? Bist du noch hinter mir?
Ja. Okay. Okay, hier ist nichts. Ja, auch nicht. Weil hast du hier rechts geguckt? Da war auch nichts, ne? Doch, hier geht's weiter. Wollen wir hier nochmal lang? Nee, hier geht's glaube ich nur rum.